ganz herzlich willkommen zur Freitagsausgabe der Most Actives. Der DAX lässt ein paar Federn. Wir sind den ganzen Tag schon eher schwächlich unterwegs. Die Wall Street hat da jetzt auch nicht geholfen. Auch der Dow schwächelt sich erstmal in den Tag. Die Anleihenrenditen in den USA sind wieder gestiegen. Bei uns kommt noch dazu, zum einen ist großer Verfallstag heute, zum anderen so vorm Wochenende, wenn es gestern so gut gelaufen ist. Gestern hatten wir ja ein neues Rekordhoch mal wieder gesehen. Kann man natürlich vorm Wochenende auch mal Gewinne mitnehmen, scheint zumindest so das Motto einiger Anleger zu sein. Und es wird dem einen oder anderen vielleicht wieder ein bisschen mulmig, denn das Infektionsgeschehen in Deutschland, das zieht wieder an und auch die Dynamik gewinnt hier wieder an Schwung. Also beziehungsweise die Dynamik zieht eben auch an bei den Neuinfektionen. Also das ist auch was, was natürlich jetzt nicht unbedingt hier für Begeisterungsstürme sorgt, sondern eher für Zurückhaltung vorm Wochenende, also ein schwächlicher DAX. Wir gucken mal, was sonst so los war auf die meistgehandelten Werte. Genauer gesagt beim Online-Broker flatex. Und zuerst wie immer der Blick auf die Kaufseite. Da haben wir VW, Vantage Towers, Warta, BMW und TUI. Wer sich jetzt gefragt hat, Vantage Towers, vielleicht noch nicht gehört, das ist eine Vodafone-Tochter. Es geht hier um Funktürme, die Funkturmsparte genauer gesagt. Und die sind gestern an die Börse gegangen und sehen gerade IPOs ja ein bisschen anders aus als sonst. Normalerweise ist dann hier auf dem Parkett einiges los, jetzt in Corona-Zeiten natürlich nicht. Nichtsdestotrotz, auch wenn hier die Öffentlichkeit eine andere war als sonst, ist der Börsengang recht gut verlaufen. Wurde natürlich dann auch alles übertragen und gestreamt und der erste Xetra-Kurs lag bei 24,80 und der Ausgabepreis bei 24 Euro. Also sieht nicht schlecht aus. Und das Geld aus dem Börsengang, das will Vodafone früheren Angaben zufolge auch zum Schuldenabbau nutzen. Und die Kollegen vom Aktionär haben sich natürlich angesichts dieses Börsengangs auch mal angeguckt, wie hier so die Aussichten sind. Und Max Völkel schreibt dazu, Vantage Towers ist angesichts der Bewertung für Anleger durchaus interessant. Wer will, kann auf dem aktuellen Niveau zugreifen und Vodafone steht eben ebenfalls auf der Empfehlungsliste vom Aktionär. Die Aktie hat sich zuletzt stark entwickelt und könnte von steigenden Kursen bei der Tochter weiter profitieren. Apropos weiter, wir schauen mal weiter auf die Verkaufsseite. Was ist da heute am Freitag los? Da haben wir Plug Power, VW, BMW, Nel und Bayer. Ja, wer die Sendung guckt, aber auch wer die Sendung nicht guckt, dürfte es mitgekriegt haben bei Plug Power. Da gab es einen ziemlichen Kurssturz, aber ja auch nicht ohne Grund, sondern die Meldung über Ungereimtheiten in der Bilanz hat natürlich den einen oder anderen Anleger aufgeschreckt. Und auch da hat der Aktionär natürlich drüber berichtet. Wir haben in der Sendung auch drüber berichtet. Und Timo Nützel vom Aktionär hat sich das Ganze jetzt eben auch mal angeguckt und auch mal aus charttechnischer Sicht. Denn wie gesagt, Absturz, da ist natürlich immer die Frage, wie geht's weiter? Und er schreibt, das Chartbild, das sieht düster aus. Nach dem wochenlangen Abverkauf hat er erst mal kurz nach einer Erholung ausgesehen. Aber eben die Nachricht, von der ich gerade sprach, hat dann natürlich die Aktie wieder auf Talfahrt geschickt. Und Abschlag von über 13% unterschritt die 100-Tage-Linie. Am Donnerstag fiel die Aktie dann noch unter die Unterstützung am 2020er hoch bei 37,51 und generierte damit ein weiteres Verkaufssignal. Anleger haben durch den Schock Vertrauen in Plug Power verloren, sagte er. Anleger sollten daher eher auf Nummer sicher gehen und die Korrektur der Bilanzen abwarten. So. Wir schauen jetzt aber noch auf einen letzten Wert, bevor ich Sie ins Wochenende entlasse. Und zwar bei Bayer. Da gab es einiges an Analysteneinschätzungen, denn tatsächlich gab es einen Kapitalmarkttag. Mit den Geschäftszahlen für 2020 hat man jetzt vor kurzem den Markt nicht so richtig vom Hocker reißen können. Und nach dem Kapitalmarkttag gab es jetzt auch unterschiedliche Ansichten. Bei der Deutsche Bank fanden die Wachstumsziele, die man da am Kapitalmarkttag verkündet hat, durchaus Anklang. Da hat man das Kursziel nämlich erhöht, genauer gesagt von 63 auf 66 Euro, die Einstufung auf Kaufen belassen. Die neuen Ziele des Pharma- und Agrarchemiekonzerns hätten bei Wachstum und Profitabilität die Erwartungen überboten, sagen eben die Analysten hier der Deutschen Bank und haben dementsprechend die Schätzungen angehoben. Die Commerzbank sieht das anders. Sie hat den Zielkurs gesenkt. Sie haben die Einschätzung auf Halten belassen, aber das Kursziel auf 53 Euro gesenkt, um 2 Euro genauer gesagt. Also an den bestehenden Einschätzungen habe sich durch den Kapitalmarkttag nicht so viel geändert. Er vermisst, schreibt der Analyst hier von der Commerzbank, derzeit einen positiven Kurstreiber. Und der Kollege Michael Döpke vom Aktionär, der hat dazu geschrieben, der fehlende positive Kurstreiber, das lässt sich auch am Chart der Bayer-Aktie ablegen, denn der DAX-Wert kommt seit Wochen nicht vom Fleck, während wir beim DAX ja einen Rekordhoch nach dem anderen gesehen haben. Als Bremsklotz erweist sich seiner Ansicht nach die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, die ja nach wie vor eben nicht vom Tisch sind.
Der Aktionär bleibt bei seiner kritischen Einschätzung, Anleger sollten weiter an der Seitenlinie verharren. Ja, und mit dieser Einschätzung des Kollegen Döpke entlasse ich Sie dann jetzt quasi fast schon ins Wochenende. Wünsche Ihnen natürlich jetzt erstmal einen schönen Feierabend, einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende und passen Sie auf sich auf. Und wenn Sie wollen, natürlich ab Montag gibt es auch wieder neue Most Actives. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.